Heute bin ich gemeinsam mit Paul und Tobi in Frankreich unterwegs. Mitten in einem Wohngebiet eines kleinen Ortes befindet sich dieses zugewucherte alte Grundstück. Auf diesem Grundstück steht eine große alte Altbauvilla, umgeben von einigen neugierigen Nachbarn. In dieser Location machten wir jedoch einen Fund, mit welchem wir nicht gerechnet haben. Ich habe hier oben Drogen gefunden. Sieht aus wie irgendwelche Amphetamine, Koks, was auch immer. Das sind Drogen, oder? Kommt gemeinsam mit mir auf eine Reise durch diese alte Villa in der französischen Provinz. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns in Frankreich auf dem Gelände eines verlassenen Chateaus. Wie ihr merkt, bin ich noch so ein bisschen ratlos, wie auch immer. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich jetzt auf dieser Tour wieder traue, eine Location zu filmen, nachdem wir gestern ausgeraubt wurden auf einer Location. Ihr werdet das bei Paul alles mitbekommen haben. Das möchte ich auch gar nicht nochmal in diesem Video hier thematisieren. Gerade weil dieses Thema so Wellen gezogen hat, ist es unglaublich. Viele Menschen behaupten auch, wir erzählen Scheiße. Das stimmt nicht. Man sollte mich kennen und wissen, dass ich es nicht nötig habe, so einen Irrsinn zu behaupten. Vor allem habe ich mir die Mühe gemacht, den ganzen Scheiß in drei Sprachen zu veröffentlichen. Auf Deutsch, auf Englisch und auf Niederländisch. Also, egal. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal gemeinsam an. Okay Leute, wir sind hier auf jeden Fall in einem sehr, sehr großen, zugewachsenen Garten. Hier ist auch schon ein Trampelpfad. Boah, es ist wirklich extrem zugewachsen. Auch überall Dornen. Bisschen blöd. Ah, weg damit. Aua, Dornen, Disteln, Brennnesseln. Der Garten macht es einem hier nicht besonders leicht. Er möchte nicht, dass man hier hingeht. Hinter den Baumkronen kann man schon das Dach durchkommen sehen. Da muss das Chateau sein. Es ist auch sehr, sehr einsichtig hier, die ganze Gegend. Oha, überall Nachbarn. Und das ist das Objekt der Begierde. Da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen, direkt da beim Nachbarn vorbei. Ey, das ist natürlich Schmutz. So, jetzt stehen wir offensichtlich direkt auf der Rückseite von diesem Gebäude. Es sieht jetzt auf jeden Fall nicht so aus wie ein Chateau, eher mehr so eine Manor, also eine Villa. Es hat auf jeden Fall eine beachtliche Größe. Ein sehr, sehr altes Haus mit diesen typischen Holzvorschlägen. Und das hier war wahrscheinlich der Hintereingang. Nun ja, und ihr seht, das Ganze muss schon auf jeden Fall eine lange, lange Zeit verlassen sein. Es ist alles zugewachsen hier, teilweise in der Höhe, gerade zu dem Nachbarn hier hin. Das ist bestimmt 2,5 Meter hoch. Okay, hier unten haben wir auf jeden Fall eine alte Kellertreppe. Aber hier steht auf jeden Fall ordentlich Wasser drin und das auch nicht erst seit gestern. Also der Keller, der ist komplett geflutet. Hier stehen auf jeden Fall noch irgendwie alte Gasflaschen. Aber mit denen wollen wir uns auch nicht auseinandersetzen. Denn hier oben steht einfach die Tür auf. Und deswegen können wir natürlich mal hier reinschauen. Okay. Der Flur sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen wüst aus. Hier haben wir erstmal Stromzähler und einen Sicherungskasten. Und hier haben wir auf jeden Fall dann eine kleine Toilette. Und hier hängen unglaublich viele Kalender. 1993, 94, 96... 97, 95, 98 und da unten tatsächlich noch 2003, 2008. Hier hat wohl jemand auf seinem WC gerne Kalender gesammelt. Auch ganz viele Kalender von der Feuerwehr. Was ist das? Normandie. Ein sehr, sehr beengtes Klo. Hier liegen auch verdammt viele Messer auf dem Boden. Ja, hier ist wirklich ganz, ganz viel Gerümpel in diesem Flur. Ein paar Bücher, alles, alles Mögliche. So, und hier haben wir jetzt einen Raum. Das war mal die Küche hier. In dieser Schublade hier ist noch alles voll mit Besteck. Es ist noch einiges da. Nur was mir hier gerade direkt auffällt ist, hier ist alles bemalt. Gut, das hat wahrscheinlich nichts zu heißen. Entweder sind das Schmierereien oder es hat irgendwie einen Hintergrundgedanken. Vielleicht war das früher schon. Hier sind auch ganz, ganz viele abgebrannte Streichhölzer in so einer komischen braunen Masse. Was auch immer das ist. Da stand mal ein Ofen, aber der ist weg. Und hier ist halt wirklich alles beschmiert, was auch immer hier drauf steht auf diesem Kühlschrank. Ein durchgestrichenes Hakenkreuz. Hier hängen aber auch einige Bilder an der Wand, die alle selbst gemalt aussehen. Auch hier dieser Vorrat ist noch prall gefüllt mit allem, was das Herz begehrt. Ganz, ganz viele Teller, Töpfe. Da oben sehe ich auch noch Kaffee. Der Raum hier ist um einiges beengt auf jeden Fall. Es ist unglaublich eng hier drin. Baby Nurse. Also Baby-Krankenschwester. Und hier hinten war dann also die Spüle. Da ist auch noch ganz, ganz viel Geschirr. Wann auch immer das hier verlassen wurde, wahrscheinlich so 2008 um den Dreh. Da, wo der letzte Kalender im Badezimmer hing. Obwohl, so besonders alt sieht es halt alles wirklich nicht aus hier. Klar, es ist doch schon alt, aber nicht unglaublich alt. Okay, aber hier
geht's jetzt zumindest in einen anderen Raum. Hier ist es auch sehr hell drin. Alter, was ist das denn? Also wir sind hier auf jeden Fall in einem Wohnzimmer. Das sieht so ein bisschen hippie-mäßig hier aus, oder? Findet ihr nicht auch? So mit diesem bunt gestickten Sitzbezug hier quasi. Es ist ja eigentlich eine Decke, die für dieses Sofa gestickt, genäht, wie auch immer wurde. Da drauf diese Kuscheltiere. Okay, das ist echt wirklich ganz cool. Damit hat man nicht gerechnet, weil drüben die Küche und der Flur, der sah jetzt nicht so interessant aus. Aber das hier hat ja wirklich was. Hier neben dem Sofa steht auf jeden Fall eine große Kommode. Und hier ist ein Foto. Ich glaube, dieses Foto ist hier im Haus entstanden. Da ist nämlich eine schwarz-weiße Katze. Und diese selbstgestickten Kissen, die passen ungefähr so vom Design her zu denen, die man auch hier drin findet. Aber wo das hier ist, weiß ich nicht. Weil gesehen habe ich diese Kissen natürlich jetzt in dieser Art noch nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es vielleicht oben ist. Oder in einem der anderen Räume hier unten. Links daneben ist auf jeden Fall ein Mann zu sehen. Also hat hier vielleicht ein Mann gelebt, alleine. Das wissen wir noch nicht. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen mehr herausfinden. Auf jeden Fall ist vom Prinzip hier alles noch sehr, sehr gut eingerichtet. Hier auch mit dem Spiegel noch mittendrin. Auch hier ganz, ganz viele kleine Details. Aber auch hier über dieser Kommode wieder einige verschiedene Fotos. Genauso wie hier. Hier wird es auch nochmal interessant. Hier ist nämlich ein großes Bücherregal. Histoire de la Littérature. Français und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Bücher hier auf jeden Fall. Und diese ziemlich creepy aussehenden Puppen hier oben. Das soll ein Engel sein. Zumindest hat diese Puppe Flügel. Und da oben hängt das Bild eines alten Soldaten auf jeden Fall. Und links daneben, auf diesem Foto aufgeklebt, ist das Foto einer älteren Frau in schwarz-weiß gekleidet. Ganz süß ist auf jeden Fall, dass auf diesem Sofa hier diese kleinen Kuschelteddys sitzen. Ganz gemütlich sitzen die hier. Auch hier oben sind noch ein paar Kuscheltiere. Und hier hinter dem Sofa ist tatsächlich ein Kamin, wie ich sehe. Und hier auf dem Kaminsims steht ein Modellschiff. Und daneben auch nochmal ein Foto von der kleinen Katze. Knuffig. Ganz, ganz knuffig. Hier steht auf jeden Fall auch noch ein Schrank. Hier sind auch noch ein paar kleine Details. Hier wieder ein Foto, das einen Mann beim Essen zeigt. Naja, hier liegt ein riesig großer Löffel. Den bräuchte ich, um heute Abend mal gut die Nudel zu essen. Charles de Gaulle, oder wie auch immer man ihn ausspricht, auf jeden Fall der ehemalige französische Präsident, oder? Ich glaube, es war ein Präsident. Ja, das war ein Präsident. Der Flughafen in Paris heißt ja genauso. Auf diesem Sessel hier liegen im Sonnenlicht auf jeden Fall auch nochmal solche selbstgestickten Unterleger und ein Kissen. Naja, und hier geht's weiter. Hier liegt ein Notenblatt von einem Lied mit Gesang. Und hier auf diesem Sessel nochmal ein Foto. Ist das Charles de Gaulle oder Charles de Gaulle oder wie auch immer? Ihr wisst schon, wen ich meine. Weil das ist ja derselbe Mann wie da oben auf diesem Foto. Und eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Foto auf dem Buch besteht ja auch. Auf jeden Fall liegt hier noch ein Tisch oder ein Stuhlbein. Und ein Fernglas. Das hier habe ich auch noch nicht gesehen. Mensch, ärger dich nicht, Spielfeld. Auf Filz. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ist das hier in Frankreich so eine traditionelle Art von Mensch, ärger dich nicht? Weil die Figuren sehen ja auch viel, viel mehr aus wie Schachfiguren. Noch nie gesehen so. Hier auf der Fensterbank liegt auch schon wieder was von der Freiwilligen Feuerwehr. Ganz, ganz alt. Typisch französische Feuerwehrfahrzeuge. Ja, das ist jetzt schon eine von vielen Sachen hier von der Feuerwehr. Vielleicht war ja ein Feuerwehrmann oder sehr feuerwehrbegeistert, der damalige Bewohner. Ich habe hier oben Drogen gefunden. Du hast... Ja, hier liegt irgendwas, keine Ahnung, sieht aus wie irgendwelche Amphetamine, Koks, was auch immer, irgendwelche so weißes Pulver in kleinen Säcken. Komm mal her. Alter. Ich hab mich total sicher gefühlt bisher. Hier. Alter. Das sind Drogen, oder? Ich denke schon. Das ist halt so eine typische Dealer-Packung, ne? So ein Bömpchen. Keine Ahnung von. Wirklich gar keine Ahnung von. Na, ich gehe stark davon aus. Du siehst ganz, ganz gut anhand dieser einzelnen Brocken, dass es ein großer Block war. Das heißt, es ist jetzt auch nicht hier irgendwie ein Staub oder so vom Boden. Nein, Staub auf keinen Fall, aber nein, es könnte ja Mehl sein. Nein, Mehl, das ist zu hart für Mehl. Ja, du hast recht, es ist so bröckliger. Du hast es immer in solchen größeren Blöcken, die dann klein gemacht werden. Das siehst du hier an diesen Schichten auch. Krass. Aber es sieht auch schon älter aus. Hier oben mit dem Feuerzeug sogar zugemacht, damit es erstmal dicht bleibt. Ja, das ist mit dem Feuerzeug zu. Okay, Leute, ich bin wieder unten.
Ihr habt ja gerade gesehen, was Paul mir oben gezeigt hat. Das werden wir uns gleich auch nochmal ganz, ganz schnell angucken. Das Problem ist, wir haben noch ein bisschen Zeitdruck. Deshalb gehe ich schon mal in den nächsten Raum hier rein, der im Großen und Ganzen einfach nur ein zugemüllter Flur ist. Deswegen gehen wir nach da, denn da sehe ich ein bisschen mehr. Naja, zum Thema zurück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwas aus der Richtung Amphetamine war. Also für Meth. Meth sieht anders aus. Ich schätze mal ganz einfach hier das gute alte billige Speed. Das passt von der Art und Weise her auf jeden Fall. Auch diese Tütenweise, das sieht für mich aus wie so eine Dealerpackung. Als hätten die lokalen Dealer hier dieses Haus mal als Drogenversteck genutzt und seitdem es ziemlich schwer gekommen ist, auf dieses Gelände draufzukommen, haben sie es einfach da liegen gelassen. Obwohl das ja echt viel war. Also das waren bestimmt allein in diesem einen Säckchen da 20, 30 Gramm. Ich weiß nicht, was das Zeug kostet, aber am Ende, ja doch, es ist schon ein bisschen Geld. Wie auch immer. Das soll ja auch gar nicht weiter hier das Thema sein, sondern schauen wir uns mal weiter um. Okay Leute, von dem Wohnzimmer aus hier landen wir tatsächlich in so einem, ich würde sagen, das hier war ein Esszimmer. Oder auch so ein Ort zum Verweilen. Hier steht auf jeden Fall wieder ein großer Schrank. Und da auch noch so ein in die Wand eingelassenes Bücherregal. Der Raum sieht sogar echt ganz, ganz cool aus. Auch das hier an der Wand. Das hat was. Es ist so ein bisschen mittelalterlich, rustikal. Hier noch Schallplatten, kleine. Viel, was mit Büchern zu tun hat, auch zu finden. Ein Spiegel hier. Und ein altes Radio. Naja, hier in der Mitte des Raumes steht dann auf jeden Fall dieser große Esstisch. Diesen sehr, sehr alten Lederstühlen. Die haben wirklich so einen richtigen Mittelalter-Flair. Auch hier auf diesem Schrank stehen noch einige Sachen, Cocktailgläser. Ja, und hier sind wahrscheinlich die bekanntesten literarischen Meisterwerke dieses Landes in diesen Bücherregalen. Obwohl, ich glaube nicht. Das ist ganz viel, aber tatsächlich hier über Literatur, Schrift, die Sprache, wie auch immer. Auch das hier ist mega, mega oldschool. Diese Pantoffeln. Naja, okay, Leute, ich glaube, wir haben hier unten alles gesehen. Deshalb gehen wir nochmal schnell diese alte Treppe hier hoch und schauen am besten nochmal in diesen Raum mit den Drogen und generell, was es hier oben noch zu sehen gibt. Denn noch weiter nach oben können wir auf jeden Fall nicht. Da ist die Treppe durch. So, Leute, wir sind oben angekommen. Und hier erwarten uns einige Räume. Zwei davon sind auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht ganz so interessant. Das Problem ist einfach, Paul und ich fühlen uns sehr, sehr unwohl wegen diesem Fund hier in diesem Raum. Und ich glaube, dieses badezimmerartige Objekt hier sowie dieser sehr, sehr zugemüllte Raum hier, wo eine riesige Weltkarte noch liegt, die sind nicht so interessant. Wir sollten uns eher auf das Schlafzimmer konzentrieren. Deshalb gehen wir einfach mal nach hier noch rüber. Okay, ja, hier kann man es nochmal ganz, ganz gut sehen. Das sind diese typischen Packungen, die ich eben nochmal unten angesprochen habe. Es ist zwar auf jeden Fall schon etwas älter, aber trotzdem uncool. Weil wer lässt denn seine Amphetamine im Wert von mehreren hundert Euro hier einfach liegen? Naja, da liegt auch noch Alufolie. Das hier ist halt komisch, dass diese Lines hier so gelegt wurden. Das sieht so richtig hergerichtet aus. Und hinter diesen Drogen ist einfach ein Diplom. Institut Académique de Paris. Aber was für ein Diplom? Keine Ahnung. Hier unten ist noch ein Diplom. Und noch eins. Und scheiße, ich glaube, ich stehe in den Drogen drin. Ach, das wollen wir nicht. Naja, weg von den Drogen. Schauen wir uns einfach nochmal diesen Bereich hier an. Beziehungsweise diese Betten. Denn hier ist ein Bett. Auf der gegenüberliegenden Seite steht ein zweites. Auch hier wieder solche typischen Bilder an der Wand. Und dieses Sofa hier sieht ein bisschen mehr aus wie so ein Gartenmöbelstück. Naja, egal. Hier auch dieser Teppich. Ich hoffe, das ist kein Echtpelzteppich. Na, wer weiß. Hier liegen auch ganz, ganz viele andere ekelhafte Sachen. Pillen. Ah, nee, weg hier, weg hier, weg hier. Auch unter diesem Bett alles voll mit Taschentüchern. Überall Medikamente hier. Gut, Paracetamol, Cardijig, 75 Milligramm, Acetylazicylate. Aber auch hier oben ist wieder alles voll gekritzelt. Aber das hier sind solche... Ja, ich glaube, hier haben sich einfach die Dorfjugend mit ihren Instagram-Namen verewigt. Absolut unnötige Aktionen sowas. Aber hat man ja leider immer. Okay, Leute. Wir huschen nochmal ganz, ganz schnell hier rüber. Paul steht auch schon hier. Er will unbedingt raus hier, weil er sich so unbehaglich fühlt. Naja, okay.
schnell hier in dieses weitere Schlafzimmer reingeguckt. Das hatte auch tatsächlich noch einen Kamin hier. 1992. Einige kleine Details hier. Dieser Kleiderhalter hier wie so eine Schaufensterpuppe. Okay. Und ein sehr, sehr alter Fernseher. Naja, und hier ist das Bett. Decke ist komplett im Arsch. Es ist an der Zeit zu verschwinden, Leute. Okay, Leute, wir sind draußen. Es ist an der Zeit abzuhauen. Und das halt auch ein bisschen zügiger. Oh. Scheiße, voll durchs Dickicht durch. In dem Sinne, schaut sehr gern bei den anderen vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Oh, Dorn, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.